Ziel ist heute, wieder Fledermäuse zu fangen, natürlich insbesondere die Mopsfledermaus. Tatsächlich geht in dieser Nacht eine Mopsfledermaus ins Netz. Die seltene Art gibt der Wissenschaft und dem Naturschutz noch große Rätsel auf. Jeder Nachweis bringt neue Erkenntnisse. Warum ist die Mopsfledermaus deutschlandweit so selten? Und wodurch ist sie gefährdet? Wie kann sie geschützt und gefördert werden, sodass sie sich wieder ausbreitet? Diesen Fragen geht das bundesweite Verbundvorhaben Schutz und Förderung der Mopsfledermaus in Deutschland im Bundesprogramm Biologische Vielfalt nach. Koordiniert wird das Verbundvorhaben von der Stiftung Fledermaus. Ihre Partner sind die Naturstiftung David, die NABU-Landesverbände Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie die Universität Greifswald. In insgesamt 28 Gebieten, die sich auf 8 Bundesländer verteilen, werden wissenschaftliche Untersuchungen durchgeführt. Die Verbundpartner kooperieren mit den Forstverwaltungen der Länder und des Bundes, der Deutschen Wildtierstiftung, privaten Waldbesitzenden sowie mit Naturschutzbehörden und Verbänden. Am Anfang steht die Frage, wo könnten Mopsfledermäuse vorkommen? Damit sich diese anspruchsvolle Fledermausart wohlfühlt, braucht sie unter anderem geeignete Quartiere, ungestörte Flugwege und gute Bedingungen für die nächtliche Insektenjagd. All diese Elemente bilden den Lebensraum, das sogenannte Habitat der Mopsfledermaus. Und das kann man modellieren. So ein Habitatmodell hat das Freiburger Institut für angewandte Tierökologie erarbeitet und auf ganz Deutschland angewandt. Wir benutzen das Habitatmodell, um Bereiche zu identifizieren, wo wir gezielt nach der Mopsfledermaus suchen können. In das Habitatmodell fließen verschiedene Umweltvariablen ein, Klimadaten zum Beispiel oder Landnutzungskategorien wie Wald, Offenland. Grundlage des Habitatmodells sind die Verbreitungsdaten der Mopsfledermaus, die wir in ganz Deutschland von allen Kollegen, die Daten haben, gesammelt haben. Es könnte aber auch sein, dass die Mopsfledermaus in vielen Bereichen Deutschlands noch vorkommt und wir es bis heute gar nicht wissen. Deswegen ist es wichtig, hier nochmal nachzuschauen. Die Habitateignung für die Mopsfledermaus wird in der Karte farbig dargestellt. Nachgewiesene Quartiere sind schwarz markiert. Ganz im Norden Deutschlands liegt ein großer Wald mit sehr guter Habitateignung. Die nationale Naturerbefläche Tilzow, mitten auf der Insel Rügen. Das nationale Naturerbe ist ein Geschenk des Bundes. Die Flächen sind dauerhaft dem Naturschutz gewidmet. Ob die Mopsfledermäuse diesen Wald auch schon entdeckt haben, will Sebastian Brackhane von der Deutschen Wildtierstiftung herausfinden. Ich befinde mich hier in einem alten Buchen-Eichenbestand, der eben genau diese Strukturen bietet, in dem zum Beispiel die Mopsfledermausweibchen in ihren Wochenstuben ihre Jungen großziehen können. Deshalb lohnt es sich besonders hier mal nach Mopsfledermäusen zu forschen. Wir versuchen die Mopsfledermaus mit Hilfe von sogenannten Badcordern nachzuweisen. Das sind Horchboxen, die den Ultraschallruf der Fledermäuse aufzeichnen. Und nachher am Computer können wir eben analysieren, ob unter den Fledermäusen, die wir hier aufzeichnen konnten, eben auch eine Mopsfledermaus zu finden ist. Der Ultraschallruf der Mopsfledermaus ist einzigartig, sodass eine Rufaufnahme ein sicherer Beleg für das Vorkommen der Art ist. Das Habitatmodell zeigt bundesweit viele geeignete Wälder, aber nur in wenigen wurde die Mopsfledermaus bislang nachgewiesen. Mit der akustischen Erfassung kann man sich schnell einen Überblick über das Vorkommen der Mopsfledermaus in einem Gebiet verschaffen. Hier am Rand der Oberrheinebene bei Ettenheim übernehmen Freiwillige diese Aufgabe. Meine erste Aufgabe war, erstmal zu überlegen, wo könnte denn die Mopsfledermaus hier vorkommen.
Also geeignete Stellen zu finden, wo man dann eventuell eben diesen Bettkorder aufhängen könnte. Ist die Stelle gefunden, wird der Bettkorder für einige Nächte im Wald aufgehängt. Anschließend hängt man ihn dann ab, kann ihn an einen Laptop anschließen. Das Laptop hat dann das entsprechende Programm. Und in dem entsprechenden Programm kann man sich das dann anschauen, anhören, die Rufe der Fledermäuse, und kann es entsprechend auswerten. Dann hofft man natürlich halt auf die entsprechenden Ergebnisse in der Auswertung. Robert Pfeifle vom NABU Baden-Württemberg koordiniert die Erfassung der Ehrenamtlichen. Citizen Science in dem Projekt bedeutet, dass wir Ehrenamtliche aus den verschiedenen Bereichen zusammenbringen. Die Ehrenamtlichen bringen ganz unterschiedliche Voraussetzungen mit. Manche sind schon sehr lange im Naturschutz aktiv, oftmals auch im direkten Fledermausschutz und kennen sich also schon zum Teil sehr gut aus. Und wir haben aber genauso auch Leute, die tatsächlich mit Fledermäusen oder mit Naturschutz jetzt noch nicht so viel zu tun hatten, von dem Projekt gehört haben und sich beteiligen wollen. Fachliche Unterstützung erhält der NABU von den baden-württembergischen Forstverwaltungen. Für uns ist die Zusammenarbeit mit dem amtlichen und nichtamtlichen Naturschutz außerordentlich wichtig, denn wir bekommen Rückmeldung von Seiten des Naturschutzes, wo Vorkommen der Fledermaus sind und welche Ansprüche die Art stellt. Dann können wir im Wald noch gezielter etwas für die Art tun, also noch mehr alte Bäume stehen lassen, Totholz fördern, Waldrandstrukturen schaffen. Also für mich als Försterin wäre es ein Highlight, wenn wir hier die Mopsfledermaus nachweisen könnten. Die Strukturen in diesem Waldgebiet, die stimmen einfach. Auch in der hessischen Rhön sind gut geeignete Habitatstrukturen vorhanden. Hier im Forstamt Hofbieber werden Fledermausrufe flächendeckend an Rasterpunkten erfasst. Das Forstamt arbeitet dazu mit Fachleuten für den Fledermausschutz zusammen. Das Forstamt Hofbieber ist Modellforstamt für Biodiversität. Wir wollen hier Methoden in der Bewirtschaftung auch entwickeln, wie ein Nebeneinander von der Nutzung, das ist ein Anliegen, was wir Menschen haben, und das Miteinander mit den Tierarten, die hier vorkommen, auch mit solchen empfindlichen Tierarten wie die Mopsfledermaus möglich ist, und zwar auf der gesamten Waldfläche und nicht nur in irgendwelchen Schutzgebieten. Wir haben auf der Karte vorher die Punkte eingezeichnet und hatten die Orte dann nochmal alle bewertet, ob es sinnvoll ist, dort einen Bettrekorder aufzustellen, um das aufzuzeichnen. Und dann wurden die eingemessen eingerichtet und haben auf diesem Rasterpunkt in der Regel 3 bis 5 Tage gestanden. Die akustischen Daten zeigen nicht nur, dass es hier Mopsfledermäuse gibt, sondern auch, welche Bereiche der hessischen Rhön sie bevorzugt nutzen. Typische Orte, an denen wir sehr häufig Mopsfledermäuse finden, sind alte Waldstandorte, das heißt Wälder, die 120, 140 Jahre alt sind. Innerhalb dieser Wälder sind es dann oftmals kleine Blößen oder auch Waldschneisen, die sie zum Fliegen nutzen. Für den Schutz der Mopsfledermausvorkommen werden noch genauere Daten benötigt. Wo wir dann besonders viele Nachweise der Mopsfledermäuse haben, also akustische Rufaktivitäten, da stellen wir als nächstes Netze und versuchen, Mopsfledermäuse zu fangen, mit dem Hintergrund, dass wir dann Tiere besendern, vor allem Weibchen. Denn über die Weibchen können wir Wochenstubenstandorte identifizieren. Und Wochenstubenstandorte zeigen sozusagen den qualitativ besten Lebensraum an. Und Wochenstubenstandorte sind natürlich für den Schutz der Mopsfledermaus ganz essentiell. Das sind die Reproduktionsorte und damit die Kernlebensräume für die Art. Das Team des ITN besendet ein Mopsfledermausweibchen. Der federleichte Sender wird mit einem medizinischen Spezialkleber befestigt. Nach ein paar Tagen wird er von allein wieder abfallen. Aber bis dahin kann die Fledermaus mit der Telemetrieantenne geortet werden. Der Quartierbaum wird meist schon am nächsten Tag gefunden und markiert, sodass er zusammen mit seinem Umfeld geschützt werden kann.
Wenn wir den Wochenstubenkoloniebaum gefunden haben, setzen wir uns abends davor mit Nachtsichtgerät, zählen, wie viele Tiere fliegen aus, und dann hat man eine ungefähre Größenvorstellung von der Kolonie in dem jeweiligen Waldgebiet. Die Hessische Rhön ist nur eines von mehreren Gebieten, in denen die Mopsfledermaus so detailliert untersucht wird. Mopsfledermäuse kommen in Deutschland nicht flächendeckend vor. Sie leben sehr ortsgebunden und machen keine weiten Reisen. Um ihre Verbreitung und lokale Anpassungen zu verstehen, ist es wichtig, verschiedene Populationen zu untersuchen. Zum Beispiel auch in Thüringen. Die Stiftung Fledermaus arbeitet hier in Thüringen mit ganz unterschiedlichen Partnern zusammen. Zum einen mit der staatlichen Forstverwaltung Thüringen Forst, aber auch mit etlichen Privatwaldbesitzern, genauso mit den Naturschutzbehörden, ehrenamtlichen Naturschützern und Fledermausfreunden. Ja, wir Thüringer Fledermausfreunde haben eigentlich die Mopsfledermaus vor wenigen Jahren nur aus Winterquartieren hier gekannt, aus dem Kyffhäuser oder der Thüringer Pforte. Und es war uns klar, dass eigentlich diese waldbewohnende, tolle Fledermausart hier in der Hainleite auch im Sommer stecken muss. Also zum einen ist es erstmal, wenn man ein seltenes Tier in seinem Revier hat, geht einem als Förster immer die Brust auf. Also da ist man stolz wie Bolle und versucht natürlich so viel wie möglich auch drüber rauszukriegen, weil nur was man kennt, kann man schützen. Also prinzipiell ist es so, dass gerade hier die Hainleite ja sehr stark geprägt ist durch das Laubholz und wir sehr strukturierte Räume und sehr alte Buchen auch haben. Martin Biedermann und Christiane Kups bereiten am frühen Abend den Netzfang vor. Ich mach's jetzt hier oben drauf. Ich würde es jetzt mal, wollen wir es aufspannen? Ja, probieren wir, wie es ausschaut. Ja, wenn eine Mopsfledermaus angeflogen kommt, fliegt sie hier rein und verhängt sich hier in dieser Tasche. Das Netz darf nicht zu straff sein, sonst hat man den Trampolineffekt und sie muss vor allem hier in diese Tasche schön reinfallen. So, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Ja, ich denke auch. Das sieht gut aus. Schöne Stelle und sollte passen heute. Ja, ich bin gespannt. Ich habe Bock. Und die Fledermäuse fliegen hoffentlich aus. Das Wetter ist vielversprechend. Ja. Nach Einbruch der Dunkelheit haben die beiden Erfolg. Wenn wir eine Mopsfledermaus gefangen haben, prüfen wir, ob es sich um ein Männchen oder Weibchen handelt. Wir wiegen das Tier, um auch die Fitness zu prüfen. Wir schauen bei den Weibchen, ob sie ein Junges geboren haben. Bevor die Mopsfledermaus wieder abfliegen darf, wird eine kleine Gewebeprobe genommen. Ja, und nun sind wir sehr gespannt, was die genetische Analyse sagt. Wir schicken diese Probe jetzt zu Moritz Krämer zur Universität Greifswald. Ich bekomme Gewebeproben aus ganz Deutschland zugeschickt von den ganzen anderen Projektpartnern. Und werde auch selber welche sammeln, die wir dann hier mit unseren populationsgenetischen Methoden untersuchen. Mopsfledermäuse unterscheiden sich halt innerhalb der Population nicht in ihrem Äußeren. Das heißt, wir brauchen ihren genetischen Hintergrund, ihre genetische Erbsubstanz, um wirklich Populationen unterscheiden zu können. Das Ziel des Ganzen ist zu verstehen, ob die Populationen in Süddeutschland genetisch anders zusammengesetzt sind als die in Norddeutschland. Wir erwarten, dass die Populationen in Süddeutschland, die nie verschwunden waren, genetisch vielfältiger sind als die norddeutschen Mopsfledermäuse. Was wir am Ende herausfinden wollen, ist, wie die Mopsfledermaus sich über Deutschland wieder ausgebreitet hat, nachdem sie wahrscheinlich aus einigen Teilen verschwunden war, und auch auf welchen Wegen das funktioniert, damit wir mehr über die Ökologie der Art herausfinden können. Ob die Süddeutschen wirklich vielfältiger genetisch sind als die nordwestdeutschen Mopsfledermäuse, das werden wir dann sehen. Ja, gerade das in Niedersachsen ist spannend, wo die Ausbreitungsgrenze wahrscheinlich ist. Für
Für den NABU Niedersachsen untersucht Ivo Niermann die Mopsfledermausvorkommen in den mächtigen alten Eichen und Auwäldern der Elbtalaue. Hier scheint im Moment die nordwestliche Verbreitungsgrenze der Art in Deutschland zu sein. Und auch im weiteren Umfeld fehlen Mopsfledermausnachweise. Das wird beim Blick auf die Mops-Map deutlich, die hier in Niedersachsen im Rahmen des Verbundvorhabens aufgebaut wurde. Die Daten werden bundesweit aufgenommen und alle, die beteiligt sind an diesem Projekt, an dem Vorhaben, können ihre Daten in eine zentrale Datenbank eingeben und dies im Internet zu erreichen. Also die Mops-Map hilft uns, die Daten einheitlich aufzunehmen und sehr schnell auch den Beteiligten eine Rückmeldung zu geben. Gerade am Arealrand und bei isolierten Vorkommen ist der Schutz der Mopsfledermaus besonders wichtig. Die hier gefundenen Quartierbäume zu schützen, ist ein besonderes Anliegen des NABU Niedersachsen. Ja, wenn wir diese Bäume, so große alte Eichen aus der Nutzung nehmen, dann hilft das natürlich nicht nur der Mopsfledermaus, sondern noch ganz vielen anderen, auch seltenen Arten, sowie dem Heldbock, der hier einen Fraßgang hat. Solche mächtigen Quartierbäume gibt es im Norden Bayerns viel zu wenige. Dennoch kommen hier Mopsfledermäuse vor. Denn die Tiere haben ersatzweise die Holzverschalungen von Scheunen als Unterschlupf entdeckt. Um diese Quartiere zu erhalten, kooperiert die Stiftung Fledermaus mit den Familien, denen die Scheunen gehören. Wenn wir mal nach dem Quartier schauen, haben wir denn heuer schon besetzt gewesen? Also ich habe schon welche fliegen sehen und da schon tot zusammengekehrt. Ah ja. Hier unten auf dem Fensterbrett liegt der genau. Noch. Genau. Ah ja. Das sieht man noch. Und sind jetzt welche da? Haben Sie abends welche gesehen? Also eine habe ich fliegen sehen, okay. Aber ob mehrere da sind, weiß ich nicht. Ja. Also da oben, wo die hellen Flecken sind? Links oder rechts? Auf beiden. Also hier im Ort Rottendorf, im Landkreis Schwandorf, haben wir mindestens vier Scheunen, wo die Mopsfledermaus zu finden ist. Ja, wir haben hier die Wälder und das Offenland und auch die Heckenreihen, die Mopsfledermaus zur Orientierung nutzen kann, um hier auf Jagd zu gehen. Braucht sie gar nicht weit zu fliegen. Nicht nur perfekte Jagdlebensräume, sondern auch reichlich natürliche Baumquartiere findet die Mopsfledermaus auf dem nationalen Naturerbe Brönnhof. Denn eine intensive Holznutzung hat auf diesem ehemaligen Truppenübungsgelände nie stattgefunden. Alte und tote Bäume bleiben als Quartiere stehen. Für Bundesforst kann der Brönnhof als eine Lernfläche dienen, da er ein idealtypisches Mopsfledermaushabitat darstellt. Die Naturstiftung David betreut im Projekt zwei Modellregionen gemeinsam mit dem Institut für Tierökologie und Naturbildung, ITN. Und zwar sind das die Modellregionen Stiftung Bund, also Naturerbeflächen bundesweit, und die Modellregion Hessen. Zum Beispiel heute sind wir auf der Fläche Brönnhof, welche von der BIMA Bundesforst betreut wird. Das ist einer unserer wichtigen Partner. Ja, das Besondere an der Naturerbefläche Brönnhof ist zum einen, dass es die größte Naturerbefläche in Bayern ist. Zum anderen, dass er eben sehr strukturreich und sehr naturnah ist. Die Ziele im Wald für uns sind zum einen der Prozessschutz in den naturnahen Buchenwäldern und zum anderen Erhalt und Pflege der Eichenlebensraumtypen. Hier werden die Prozesse eben beobachtet und laufen ab und davon kann die Forstwirtschaft immer lernen, welche Arten werden dadurch begünstigt? Wie fördern wir unsere Eichenbestände, unsere Buchenbestände und die unterschiedlichen Arten? Muss ich manchmal ganz schön kämpfen, ne? Ja. Glaubst du mir das? Die Erkenntnisse aus dem Mops-Fledermaus-Projekt werden weitergegeben. Den Forstverwaltungen ist es wichtig, ihre Försterinnen und Förster in Schulungen für den Artenschutz zu sensibilisieren.
Mit vereinten Kräften für den Schutz der Mopsfledermaus in Deutschland. Bundesweit arbeiten Fachleute aus Wissenschaft und Praxis zusammen, um die Lebensbedingungen dieser seltenen und gefährdeten Waldfledermaus zu verbessern. Das Bundesamt für Naturschutz fördert das Vorhaben im Bundesprogramm Biologische Vielfalt. Das Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium stellt dafür 4,3 Millionen Euro bereit. Für das Projekt kommen ganz verschiedene Partner zusammen und wir sind sehr glücklich, in einem so großen, aktiven Netzwerk arbeiten zu können. Im Verbundprojekt entstehen laufend Ideen, was getan werden muss, damit sich die Mopsfledermaus in Deutschland weiter ausbreiten kann. Am Ende steht eine Strategie für den Schutz der Art und die Entwicklung ihrer Lebensräume. Prinzipiell ist ja Artenschutz eigentlich für jeden Forster ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeit. Allerdings ist es so, wenn man spezielle Informationen kriegt von Spezialisten, erweitert das den Blick natürlich und macht für uns natürlich den Artenschutz dann wesentlich leichter. Dieses groß angelegte Verbundvorhaben eröffnet nicht nur einen ganz neuen Blick auf die aktuelle Situation der Mopsfledermaus, sondern vor allem die Chance, dass sich die Bestände stabilisieren und sie künftig wieder in vielen deutschen Wäldern vorkommen wird.